Zeit für ein Gespräch, ein einordnendes mit meiner Kollegin Stefanie Berrit, die jetzt live in Frankfurt an der Börse steht. Wie heftig war denn der Kursrutsch heute und wie ist das einzuordnen? Ja, das Brexit-Votum hat hier den Markt tatsächlich kalt erwischt, kann man sagen. Denn seit Tagen hatte man ja eigentlich auf den Verbleib der Briten gesetzt. Und heute früh dann doch ein böses Erwachen in der Folge einer der schwersten Kursstürze seit 2008. Um 1000 Punkte rauschte der deutsche Leitindex gleich zu Handelsbeginn in den Keller. Inzwischen ist der erste Schock vorbei, kann man sagen. Der DAX hat wieder an Boden gewonnen. Aktuell liegt er mit gut 7% im Minus. Das heißt aber natürlich nicht, dass weitere Turbulenzen ausgeschlossen sind, vor allem wenn der Handel am kommenden Montag dann wieder beginnt. Heftige Reaktionen hat die Entscheidung auch an den Devisenmärkten ausgelöst. Das britische Pfund fällt auf den tiefsten Stand seit 30 Jahren. Und nicht nur das Pfund leidet, auch der Euro hat an Wert verloren. Um die Märkte zu stabilisieren, hat inzwischen auch die Bank of England ihren Notfallplan aktiviert. Sprich, sie stellt jetzt mehrere 100 Milliarden Euro an Liquiditätsspritzen bereit. Denn das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, ist einfach, dass der Handel an den Kapitalmärkten ins Stocken gerät. Ja, das sind drastische Grafiken gewesen eben. Die sind sehr eindeutig. Was bedeutet das für die Anleger? Ja, auf die Anleger kommen jetzt eher stürmische Zeiten zu. Das kann man wohl sagen, denn die Investoren werden sich bei Investitionen zurückhalten oder die auch wie lange Bank schieben. Denn de facto kann ja heute niemand genau sagen, welche Folgen dieser Austritt Englands haben wird. Schon heute suchen die Anleger verstärkt sogenannte sichere Häfen auf, wie wir sehen. Zum Beispiel das Gold, das Edelmetall, hat sich heute bereits um 3,8% gegenüber dem Dollar verteuert. Gefragt in unsicheren Zeiten natürlich auch deutsche Staatsanleihen. In der Folge heißt das aber auch eben wiederum sinkende Renditen. Was heißt das jetzt für die deutsche Wirtschaft? Na, die deutsche Wirtschaft hatte ja bereits eindringlich vor einem Austritt der Briten gewarnt. Denn Großbritannien ist und bleibt der drittwichtigste Markt für deutsche Exporteure. Waren im Wert von fast 90 Milliarden Euro gehen jährlich auf die Insel. Schwer treffen würde der Brexit vor allem natürlich die deutsche Automobilindustrie. Aber auch Branchen wie Chemie oder Metall wären betroffen. Und daran hängen schlicht und ergreifend etwa 750.000 Arbeitsplätze in Deutschland. Und die Folgen für das gesamtwirtschaftliche Wachstum der deutschen Wirtschaft sind ebenfalls durchaus erheblich. 0,5% würde uns der Brexit kosten. Das hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung errechnet. Bei einem ohnehin nicht berauschenden Gesamtwachstum von 1,4% im Jahr ist das wirklich kein Pappenstiel. Kein Pappenstiel. Gilt das auch für den Euroraum und die Weltwirtschaft? Also international, also aus Amerika und Asien, da werden diese Entwicklungen in Europa sehr, sehr skeptisch betrachtet. Dort kommt einfach das Signal an, Europa zieht politisch nicht mehr an einem Strang. Es gibt keine kraftvolle gemeinsame Stimme. Die Europäer bekommen weder ihre Flüchtlingskrise in den Griff, noch ihre lahmende Wirtschaft. In der Konsequenz werden auch hier die Investoren möglicherweise zunehmend Europa einfach links liegen lassen und ihr Geld eben in anderen Märkten anlegen. Europa dürfte dagegen seine Strategie der lockeren Geldpolitik mit Niedrigstzinsen fortsetzen. Aber selbst die Bank of England wird wohl ihre Zinsen senken, um die englische Wirtschaft zu stützen und um einer möglichen Rezession vorzubeugen, von der wir auf dem Festland hoffentlich verschont bleiben. Vielen Dank, Stefanie Berrit, für Ihre Einschätzung von der Börse. Turbulente Zeiten also am Tag des Brexit.